Wir haben in der Tora gesehen, dass nachdem das Volk Israel das erste Mal den Pessach-Opfer geschlachtet haben, die Menschen, die unrein waren, die durften ja nicht das Pessach-Opfer schlachten, die sind zu Moshe Rabbeinu gekommen und haben gesagt, Moshe, lama nigara, wieso sollen wir schlechter sein als die anderen? Wir wollen auch das Pessach-Opfer opfern. Und Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu sagt, im du wirst mehr, wartet ab, ich gehe jetzt einmal nachfragen bei Gott, was er dazu sagt. Noch merkwürdiger ist, dass Gott mit Moshe Rabbeinu einverstanden ist. Er sagt ihm, ja, diejenigen, die unrein waren und den Pessach nicht opfern konnten, das Pessachopfer nicht opfern konnten, die haben eine zweite Gelegenheit, in einem Monat später, am 14. Iyar, können sie das Pessachopfer opfern. Merkwürdig, es ist das einzige Feiertag, wo es noch eine zweite Chance gibt. Wieso gibt es kein Yom Kippur Sheni? Da gibt es ein Pessach Sheni. Wieso gibt es nicht Yom Kippur Sheni? Jemand, er konnte nicht fasten in Yom Kippur, er war krank, er war in Koma, er konnte nicht fasten. Wieso gibt es für ihn nicht die Gelegenheit, noch einen zweiten Yom Kippur zu haben? Oder Chanukka, Purim, egal, bei keinem Feiertag gibt es etwas, wo man sagen kann, okay, diejenigen, die es nicht machen konnten, die haben noch eine zweite Chance. Es ist so, als ob jetzt jemand, es gibt eine Aktion in einem Geschäft, wenn du es bis zu diesem Datum kaufst, gibt es 50% Rabatt. Jemand kommt einen Tag später und sagt, ja, ich konnte nicht, es tut mir leid, bitte trotzdem, ich bin einen Tag später gekommen, gib mir es trotzdem. Und sagt, aus, der Tag ist vorbei, wart's ab, bis wieder irgendwann einmal so eine Aktion gibt. Da bei Pessach Sheni, bei Pessach, was war beim Pessach? Bei Pessach, Moshe Rabbeinu hat gesehen, was für einen starken Willen die Juden zu dieser Zeit gehabt haben. Die haben einen sehr, sehr starken Willen gehabt, einen Willen, diese Mitzwa zu erfüllen. Moshe Rabbeinu sieht, so ein starker Wille kann nicht umsonst sein. Wenn du so einen starken Willen hast, da muss ich Gott nachfragen. Gott, er sieht wie auch, so ein starker Wille, du willst etwas wirklich so, so sehr. Gott sagt, wenn sie es so, so sehr wollen, ich gebe ihnen noch eine zweite Chance. Es gibt noch einen Pessach Sheni, das ist der 14. Jahr, da könnt ihr es machen. Das ist das, was man sagt, bei derech she'adam rotzeh lelech, bamu lechinot. Auf dem Weg, auf den der Mensch gehen will, zu dem Weg führt man ihn hin. Es gibt ein Beispiel im Midrash. Es gab einen Vater, er hatte gehabt Kinder, dieser Vater aber hatte... Er war süchtig nach Alkohol. Er war immer betrunken, überall. Und die Kinder, das waren sehr geehrte Kinder. Und es war ihnen manchmal auch sehr oft peinlich. Die sehen einmal, der Vater liegt dort irgendwo und die müssen ihn von dort abholen. Dann sehen sie einmal dort Kinder schmeißen auf den Steine, die müssen ihn von dort abholen. Überall, er ist betrunken. Immer so, die sagen, Vater, schau, es tut uns sehr, sehr leid, aber es... Es gibt so und so viele Gründe, wieso das Alkohol schlecht ist. Es ist ungesund. Sagt er, könnt ihr mir geben? Tausende von Gründen, wieso ich nicht trinken soll. Aber es gibt einen Grund, und zwar der Geschmack, wegen dem trinke ich. No, die sehen, es gibt keine andere Wahl. Die haben gesagt, wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er damit aufhört. Was haben sie gemacht? Sie haben auf den Bergen eine Höhle gefunden, dort wo niemand ist. Und gewartet, bis er mal richtig besoffen war. Als er betrunken war und eingeschlafen hat, haben sie ihn getragen dorthin zu dieser Höhle. Dort haben sie ihn liegen lassen. Und sie haben Essen, Trinken, alles mitgenommen und dort in die Höhle reingegeben. Damit, wenn der Vater aufwacht, er sieht dort Wasser, Essen, alles ist dort, kein Alkohol. 2-3 Wochen wird er kein Alkohol im Blut haben. Er wird nachher von dieser Sucht, wegkommen und dann wird er wieder ein normaler Mensch sein. Gesagt, getan, die warten, bis er betrunken ist, die tragen ihn raus, legen ihn in eine Höhle und gehen nach Hause. Und alle 2 Tage kommen sie in der Nacht besuchen, schauen, ob alles in Ordnung ist, ob genug Essen da ist. Wenn nicht, dann legen sie dort noch was Essen hin.
Zu dieser Zeit kommen Händler von einem anderen Land in Richtung dieser Stadt und sie wollten jetzt schauen, ob in dieser Stadt, ob alles in Ordnung ist, ob dort jetzt kein Krieg herrscht, ob sie dort auch die Ware verkaufen können. Aber wenn sie mit der Ware kommen, kann sein, dort werden Piraten, Banditen, Räuber sein. Die haben gesagt, auf dem Weg such nur irgendeinen Versteck. Und dort werden wir, die haben Alkohol verkauft, Wein, viel, viel Wein haben sie gehabt. Wir haben gesagt, dieses Wein, diese Fässer von Wein, werden wir jetzt verstecken irgendwo. Am besten, dort auf dem Berg gibt es eine Höhle. In diese Höhle gehen wir das rein, niemand sieht es. Wir gehen rein, checken die Lage, wenn alles in Ordnung ist, kommen wir zurück. Und sie gehen wohin? Genau zu dieser Höhle, wo dieser betrunkene Mann liegt. Er schläft dort und sie legen dort alle Fässer rein. Und oben noch haben sie einige Fässer hingegeben und oben bei einem Fass, den sie hingelegt haben, unabsichtlich, aber da ist ein kleiner Schlitz bei einem Fass geworden, die haben es gar nicht bemerkt. Und es hat begonnen von oben zu rinnen Wein. Jetzt er schläft und er spürt plötzlich, irgendwas tropft in seinen Mund. Wein, das ist noch ein alter Jahrgang. Er wacht auf, er sieht viele Fässer, verschiedene Weine und trinkt dort zum Wohl. Er trinkt und wird wieder besoffen, schläft ein. Nun, in der Nacht kommen die Kinder, um zu sehen, wie geht es unserem Vater? Alles in Ordnung, sollen wir ihm noch Essen besorgen? Plötzlich, die sehen, noch schlimmer ist es geworden. Er hat jetzt viel, viel mehr Wein gehabt. Dann haben gesagt, nein, also da wir sehen, das Glück rennt ihm nach. Also das, was ihm gönnt, sein Glück, dieses Alkohol, wenn er so, so sehr einen starken Willen dazu hat. Deswegen kommt dieses Alkohol sogar direkt zu ihm hin. In den Mund wird es in ihm eingetroffen. Was Ähnliches erzählt uns die Gemara über Rabbi Meir. Rabbi Meir und die Weisen, Rabbi Meir war einer, der laut den Namen die Menschen erkannt hat. Ja, er hat gesehen, wenn der Name nicht sehr gut klingt, er hat ein bisschen Verdacht gehabt. Die sind eines Tages in ein Gasthaus gekommen und mussten dort Schabbat verbringen. Sie fragen ihn, den Rabbi Meir fragt ihn laut seinen Namen und er sagt, mein Name ist Kidor. Kidor, Kidor. Es gibt einen Pasuk, Kidor tapuchot hema en bein emuna. Denn ihr seid eine Generation, die unehrlich ist, auf die kann man sie nicht vertrauen. Sagt der Pasuk, redet von sich selbst. Der Name hört sich irgendwie nicht koscher an. Nun, vor Shabbat, alle anderen Chachamim, alle Weisen geben ihm das Geld. Hast du irgendwo ein Safe bei dir? Können wir bei dir das Geld? Ja, ja, kein Problem. Könnt ihr mir da, euer Geld zu mir hergeben? Sie haben ihm das Geld gegeben, er hat das aufbewahrt bei sich. Rabbi Meir hatte Angst gehabt, er hat das ganze Geld genommen und im Friedhof begraben. Er hat das Geld im Friedhof begraben. Und wir Rabbi Meir den Verdacht gehabt hat, am nächsten Tag, als die Chachamim gekommen sind und das Geld zurückverlangt haben, er hat ihnen gesagt, ich habe kein Geld, ich habe es nicht gegeben. Er hat sie abgezockt. Und in der Nacht, aber noch vorher in der Nacht, am Freitagabend, kommt zu diesem Kidor zu Besuch, im Traum, jemand, den er lange nicht gesehen hat. Sein Vater, sein verstorbener Vater, sagt ihm, Kidor, komm zum Friedhof, unter meinem Kopf ist jetzt ein Haufen Geld vergraben. Komm dorthin und hol dir das Geld ab. Er wacht auf, er ganz Geld unter dem Kopf von meinem Vater. Lange Zeit, mein Vater war nicht da, ich habe nicht von ihm geträumt und jetzt träume ich über ihn. Da gibt es die Rabbiner, ich werde die Rabbiner mal nachfragen. Er geht raus und wen sieht er? Rabbi Meir. Sagt der Rabbi Meir, ich habe geträumt, mein Vater hat mir das. Die Träume, die am Freitagabend sind, sind alles lügnerische Träume, sind nicht wahr. Hör nicht darauf hin. Schlaf weiter. Trotzdem, Rabbi Meir hatte Angst gehabt. Er ist in den Friedhof gegangen und hat dort gewartet, bis Moze Shabbat in Sichtweite, damit dieser Kidor ja dort nicht kommt und das Geld abholt. Dann hat er es abgeholt. Die Chachamim haben auch ihm nachher auf eine Art und Weise das Geld wieder zurückbekommen. Aber Rabbi Chaim Shmulevitz sagt, schau dir das an. Er hatte so einen starken Willen gehabt, das fremde Geld von denen wegzunehmen. Vom Himmel hat man ihm wegen seinen starken Willen
hat man ihm vom Himmel geholfen und hat seinen Vater in den Traum geschickt, damit er ihm sagt, komm zu mir hin und dort liegt das Geld. Schau, man, sogar für eine Sünde hilft man den Menschen, wenn er einen sehr, sehr starken Willen hat. Wenn für eine Sünde, umso mehr, wenn jemand etwas Gutes machen will. Du willst ein weiser Mensch werden. Du willst gute Taten machen und du strebst danach und du hast wirklich einen sehr, sehr starken Willen. Dank diesen einen Willen wirst du die ganze Hilfe vom Himmel bekommen und wirst es am Ende auch schaffen.